In der Ostschweiz, im Heidiland, 11 Kilometer von Bad Ragaz entfernt, liegt das Kalfeisenland. Ab Vettis, einem kleinen Bergdorf, beginnt das ca. 8 Kilometer lange Kalfeisental sich zu öffnen. Ein Monat, nachdem im Heidiland um Bad Ragaz die Aprikosenbäume blühen, erwacht auch im Kalfeisenland der Frühling. In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde der Stausee Gigawald gebaut, durch den mit Wasserkraft Stromenergie erzeugt wird. In den Felsenregionen an der Südseite des Kalfeisentales hat die Sonne Schnee und Eis geschmolzen. Eine Gämse mit ihren zwei Jungen versucht, an der glatten Felswand aufzusteigen, um das nächste Grasband zu erreichen. Doch auch für Gämsen sind kahle Felswände unbezwingbar. Der Stolz der Alpen ist das Steinwild. Mit dem Aufkommen der Feuerwaffen wurde das Steinwild vor allem wegen der angeblichen Heilwirkung ihrer Hörner, Knochen, Haare und ihres Fettes im Alpenraum beinahe ausgerottet. Nur in den Jagdrevieren der italienischen Könige im Aostatal in Italien überlebten die Steinböcke. 1906 wurden dort drei Tiere durch Wilderer gefangen und dem Wildpark Peter und Paul in St. Gallen verkauft. Dort dienten sie zur Zucht. 1911 wurde erstmals in diesen Gebirgszügen der Schweizer Alpen wieder Steinwild ausgesetzt. Während des Winters bleibt das Steinwild über der Waldgrenze und trotzt Schnee, Eis und Stürmen. Um Energie zu sparen und zu überleben, liegen die Tiere da und dösen vor sich hin. Nicht der Winter ist der Feind des Steinwildes, sondern der Mensch, Seuchen, Schneelawinen und der Gebirgssteinschlag. Rund um Maienfeld im Heidiland zeigt sich der Frühling in voller Pracht. Saftige, grüne, blühende Wiesen sind überall anzutreffen. Die Sandbienen arbeiten sich aus der Erde. Ein stürmischer Liebhaber paart sich mit der Sandbiene, die, sichtlich verwirrt, nach dem Akt fast vergisst, die Brutröhre mit Sand zu füllen, in der sich die Larven für die kommende Generation befinden. Der See verleiht der Landschaft im Sommer und Herbst mit seiner azurblauen Farbe eine romantische Idylle. Der Nachteil dieser Oase ist, dass die Pfade für den wichtigen Hirschwechsel zerstört wurden und das Wandern in die tieferen Wintergebiete für das Rotwild ab Dezember leider nicht mehr möglich ist. Die Verbissschäden an den Fichten zeigen deutlich die Notlage des Rotwildes. Durch endlos lange Winter und das spärliche Futterangebot verhungern jährlich bis zu 15 Tiere und dezimieren so den Rotwildbestand. Jeden Frühling wird bei den Gämsen die Rangordnung neu festgelegt. Der eine Bock nässt und drückt sich am anderen vorbei. Irgendetwas passt der Gämse nicht an ihrem Lager. Ja, das scheint ein viel besserer Platz zu sein. Der alte Einstangenbock, der durch einen Steinschlag oder Sturz die linke Krücke abgeschlagen hat, verteidigt sein Revier, obwohl er am linken Auge sehbehindert oder sogar blind ist.
Anfang Mai zieht das Steinwild bis unter die Waldgrenze hinab, wo es einen Monat bleiben und sich mit frischem Gras, Knospen und grünem Laubwerk stärken wird. Beim beinahe senkrechten Abstieg der Steingeißen zeigt sich, was für hervorragende Kletterer diese Tiere sind. Durch den Fellwechsel, der beißt, werden die von Natur aus gemütlichen Tiere zu schnellen Felsplattenläufern. Beim Fellwechsel dieses mächtigen Bockes sieht man, wie viel Gewicht er während des Winters verloren hat. Sichtbare Rotwildfährten im Sand bei St. Martin, die darauf hinweisen, dass die Hirsche wieder zurück nach Kalfeisen kommen. Eine Gruppe junger Hirsche zieht in den Sommereinstand im Kalfeisental. Vor dem Stausee Gigerwald führt ein steiler Gebirgsweg zur Alp Tersol. Dieser ist einer der gefährlichsten Bergwege in der Schweiz, die mit Braunvieh begangen werden. Jeder Bauer bringt sein Vieh selbst auf die Alp. Nach jeweils 3 bis 4 Tieren geht ein Bauer, der sich darum kümmert, dass sich kein Tier umdreht oder ausschert. Dies würde nämlich für die Tiere den sicheren Tod bedeuten. Der Alpmeister und seine Tochter helfen bei der Alpauffahrt mit, um Unfälle zu vermeiden. Eine kalte Gletscherwasserdusche ist in der Alpauffahrt inbegriffen.
Die Alp ist erreicht. Der Alpenwurz grüßt mit seinen herrlichen Farben. Ein Hirschrudel äst vertraut in der Abendsonne das frische Berggras. Die Hirschkuh links bemerkt uns und schlägt mit dem Vorderlauf Alarm. Anfang Juni werden die ersten Hirschkälber gesetzt. Ein rabenschwarzer, aber harmloser Alpensalamander zeigt sich. Eine Birkhenne mit ihrem Küken kommt vorbei. Der Gigerwaldsee im Hochsommer. Ein fantastischer Anblick. Hummeln bestäuben hochgiftige Blumen. Basthirsche ziehen am Sommerabend zur Äsung. Ein junger Hirsch bestaunt das Geweih des älteren Hirschen. Eine Hirschkuh kommt mit ihrem Kalb flüchtend über die Waldöffnung. Der junge Hirsch, wahrscheinlich auch ein Nachwuchs dieser Hirschkuh, zieht mit ihr. Thank you.
In den Felsbändern hoch über dem Gigawaldsee äst eine Gruppe Hirschkühe. Ohne Störung durch Touristen, Jäger, Förster oder Bauern werden sie wieder tagaktiv. Ein kapitaler Hirsch in der Morgensonne. Ein anderer Kapitaler sucht Sonnenschutz unter einem Felsvorsprung. Die Kalfeisenhirsche haben sich ans Felsengebiet gewöhnt und fühlen sich sichtlich wohl in ihrer Umgebung. Dieser Hirsch wohnt sogar in einer Steinhöhle, die er gleich aufsucht. Im Herzen des Kalfeisentales liegt die Malanser Alb, die früher Kalfeisen genannt wurde. Sie gehört der Gemeinde Malanz und wurde 1534 von Ammann Töni von Kalfeisen mitsamt den Hofgütern erworben. Die Kuh Claudia wurde im italienischen Verona im Jahr 2004 als Miss Europa unter den Kühen gekürt und als schönste ihrer Art ausgezeichnet. Zuerst wird die leicht verletzte Vreni in den Stall geführt, die gleich neben dem Stall weiden darf. Danach kommt die ganze Herde. Jede Kuh hat ihren Standplatz und weiß genau, in welchen Stall sie gehört. Geduldig warten sie vor der Stalltüre, während die anderen sich den Weg zu ihrer Türe freimachen. Ab und zu gibt's auch Zankereien. Habt ihr das gesehen? Ich hab doch gar nichts gemacht. Die wichtigste Voraussetzung für einen guten Alpkäse ist die Sauberkeit. Sind mehrere Kühe eines Bauern auf der Alp, dann werden sie im gleichen Stall nebeneinander eingestellt. Der Melkapparat wird nach der dritten Kuh jedes Bauern und bei jeder Kuh eines anderen Bauern desinfiziert, um die Übertragung von Krankheiten zu vermeiden.
Auch die schöne Claudia ist froh, wenn die Milch abgezogen wird. Vom Stall wird die Milch direkt in die Milchverarbeitung geführt. Die Milch wird entrahmt. Der entrahmten Milch werden Milchbakterien zugesetzt. Am nächsten Tag wird die bereits verdickende Masse wieder zerkleinert. Ein paar Schweine werden über den Sommer ebenfalls versorgt. Sie genießen das Schweinedasein auf der Alp in vollen Zügen. Der Vollrahm wird für den Transport ins Heideland bereitgestellt. Die Käsemasse wird abgeschöpft. Der Käse wird portioniert und in runde Formen abgefüllt. Nach einer Nacht im Salzbad wird der frische Käse im Lager abgelegt.
Täglich werden sämtliche Käseleiber mit einer Salzlösung eingeschmiert, um den Käse rezent zu machen. Das wären die Etiketten noch gut, dann weiß man genau, welche Seite das schmieren muss. Jetzt muss die Etikette offen sein, das nächste Mal muss ich wieder offen sein. Circa 500 nach Christus zogen heidnische Alemannen in das von den Römern verlassene Helvetien ein. Diese deutsch sprechenden Menschen sind bis ins Berner Oberland und danach über die Hochalpenkette gestiegen, um sich im Oberwallis niederzulassen. Ende des 13. Jahrhunderts überquerten Kolonisten aus dem Oberwallis die unwegsame Trinserfurka und siedelten sich im Kalfeisental an. Über solche Grate gelangten die Walser unter größter Anstrengung mit Hab und Gut in die Bergtäler und schufen sich dort eine neue Heimat. Insgesamt bauten die Walser im Kalfeisen 10 bis 12 Hofsiedlungen. Die größte Besiedlung der Walser Kolonie existierte um das Jahr 1400 und zählte gut 100 Einwohner. Circa 100 Jahre nach der Besiedlung begann das Abwandern aus dem Kalfeisental. Das Klima wurde kälter, Lawinen verwüsteten die Höfe und 1652 verließen die letzten Walser das Kalfeisental. An vielen Orten sind noch Reste von Walserhöfen zu sehen, wie hier die Rothusböden. Der kleine Walserfriedhof im Kalfeisental. St. Martin ist eine gut erhaltene und restaurierte Walsersiedlung im Kalfeisental mit dem kleinen Kirchlein aus dem frühen 13. Jahrhundert. Dieser ist heute ein beliebtes Reiseziel für Touristen und gesellschaftliche Anlässe aller Art. Es gibt kostenfreie Parkplätze für über 180 Autos. Hier sehen wir das wahrscheinlich letzte von Walser Hand erbaute Haus mit einem Seelenbalken. Der Seelenbalken wurde geöffnet, wenn ein Walser verstorben war, damit seine Seele entfliehen konnte und der Verstorbene seine ewige Ruhe fand. Um 1312 wurde die kleine Kirche erbaut. Die Überreste der Gebeine von verstorbenen Walsern. Thank you.
In der Nähe des kleinen Walser Friedhofs wächst die größte Fichte der Welt. Zu Fuß ist sie von St. Martin aus in 40 Minuten gut erreichbar. Am Alpenrhein im Heidiland neigt sich der Sommer langsam dem Ende entgegen. Die Taubenschwänzchen saugen den Nektar vom wilden Flieder, bevor er welkt. Um diese Zeit fegen die Hirsche ihr Bastgeweih vom Geweihknochen frei. Grünes Laub steht auf dem Speiseplan der Hirsche. Hallo Nachbarin, schöner Morgen heute, nicht? Du schon wieder. Verschwinde mit deiner Tochter. Auf Kalfeisen werden bis zu 50 Pferde auf der Alp gehalten. Der Herbst ist in Kalfeisen eingezogen und verzaubert das Land mit seinen schönsten Farben. Nun beginnen die Hirsche mit der Wanderung in die Brunftgebiete. Der Alte ist in seinem Revier angekommen.
Dieses Tier ist sichtlich nervös, denn der alte Hirsch ist auf seiner Spur. Wie ein Hund verfolgt er sie auf ihrer Fährte. Ein Bartgeier, gefolgt von Alpendohlen, zieht seine Kreise in Kalfeisen. Am 7. und 8. Juli 2008 wurde die Tektonik-Arena Sardona in die Liste der UNESCO-Weltnaturerben aufgenommen. Die Erdüberschiebung im Kalfeisental ist deutlich sichtbar am Piz Sardona. Der obere Fels ist 250 bis 300 Millionen Jahre alt, während der unter der Linie liegende 50 Millionen Jahre alt ist. Die zwischen den Felsen sichtbare Fuge in beiger Farbe besteht aus Kalkstein. Diese gut sichtbare Überschiebung ist weltweit einzigartig. Der Sardona-Gletscher zu hinterst in Kalfeisen. Unter dem Sardona-Gletscher, auf einem Felsband, steht die Schweizer Alpenclubhütte SAC Sardona, in der jährlich 800 bis 1000 Menschen übernachten. Die Kühe und Rinder werden morgen zu Tale gebracht. Die Tiere müssen zurückgehalten werden, denn jedes will als erstes im Tal ankommen. Muttertiere mit Kälbern sind zum Schutz ihrer Jungen sehr angriffslustig. Der schwere Bulle hat Mühe, das Tempo mitzuhalten. Für das kleine Kälbchen links wird's gefährlich. Die Sennen mit den Milchkühen von Kalfeisen der Malanseralp. Früh übt sich, wer ein richtiger Bauer werden will. Musik.
Nach der Staumauer des Gigabaldsees werden die Tiere mit Lastwagen ins Heidiland geführt. Im Hintergrund steht das Restaurant Gigabald mit großer Sonnenterrasse. Gleich nach der Ankunft im Malans im Heidiland werden die Milchkühe für den Umzug nach dem Alpabzug geschmückt. Das ganze Dorf ist auf den Beinen und freut sich über die Ankunft der Milchkühe. Die Alpabfahrt der Pferde ist auf morgen angesagt. Eine Bereiterin führt die Pferde von der Alp bis auf die Staumauer Gigabald, wo sie verladen werden. In der Zwischenzeit hat die Hirschbrunft den Höhepunkt erreicht und die stärksten Hirschstiere sind im Brunftgebiet angekommen. Der Alte hat seinen Platz verteidigt
und hat mit einem Hirschkalb Differenzen. Es will nicht in den schützenden Wall zurück. Jetzt wird er auch noch ausgetrickst. Jetzt reicht es aber, nicht mit mir. Ein alter, sicher der stärkste Hirsch im Kalfeisental. Wenn der Chef kommt, dann flüchten sie alle. Die Hauptrunft ist zu Ende. Die Hirsche sind sichtlich erschöpft. Dieser Hirsch fällt beinahe in das kleine Bachbett. Es ist augenfällig, wie gutmütig die kapitalen Hirsche zu ihrem Nachwuchs sind. Durch die beschränkte Fluchtmöglichkeit im steilen Berggebiet werden Hirsche oft durch ihre Konkurrenten verletzt, so wie dieser Junghirsch, der eine Verletzung an der Hinterhand hat. Oder der starke Hirsch am Wasserloch, der humpelnd zum Wasserschöpfen kommt. Ob er der Übeltäter war? Trotz des gigantischen Geweihs prescht der Hirsch durch die Erlenstauden. Der Einkrickelbock vom Frühjahr hat stark zugelegt und ist bereit für die kommende Gamsprunft. Die Gamsböcke markieren mit ihren Duftdrüsen dürre Blumenstauden und setzen so die Grenzlinien ihres Reviers fest.
Durch heftiges Schütteln des Körpers wird mit dem Pinsel der Urin über die Seitenflanken verteilt. Das ist eine weitere Duftmarke im Brunftbetrieb. Achtung, ein Rivale! Normalerweise geraten Rivalen aneinander, aber diese zwei haben das Interesse aufs Markieren festgelegt. Ein Bock vertreibt einen Jüngeren aus seinem Revier. Der Zweijährige rennt um sein Leben. Böcke, die über eineinhalb Jahre alt sind und sich dem Brunftrudel nähern, werden verfolgt und mit den messerscharfen Krücken attackiert, was manchmal mit tödlichen Verletzungen enden kann. Der starke Bock sucht nach dem Flüchtigen. Ein Zweijähriger ist ganz verwirrt und kommt bis auf 3 Meter zu uns heran. Das 1911 wieder ausgesetzte Steinwild entwickelte sich in den Gebirgszügen des Kalfeisentales sehr gut und hat heute in dieser Region einen Bestand von ca. 500 Tieren. Die Tiere sind im Herbst sehr massig. Ende Oktober, wenn die Kalfeisenalpen frei von Tourismus und Alpwirtschaft geworden sind, traut sich das Rotwild tagsüber zu äsen. Der Sonnenaufgang verzaubert die Landschaft. Ein leichter Seitenwind genügt, um die friedlich äsenden Hirsche zu vergrämen. Schneedohlen verraten unsere Anwesenheit. Weit über der Waldgrenze äßen Hirsche. Thank you.
Auch bei den Gämsen ist der Alltag wiederhergestellt. Der Gamsbock ist nicht gewillt, sein Revier zu verlassen, obwohl wir keine 50 Meter vor ihm stehen. Im Gegenteil, er versucht uns zu vertreiben. Da er bemerkt, dass er keinen Erfolg hat, geht er ins Lager. Kahlwildrudel im Dezember auf der Sonnenseite des Kalfeisentales. Langsam hält der Wintereinzug ins Tal. Von den senkrechten Felswänden stürzen kleine Lawinen mit Eis und Steinschollen auf die Kalfeisenstraße. Jetzt wird es Zeit, das Tal zu verlassen. Es wird gefährlich im Tal. Die kleinen Bächlein an den Talseiten vereisen zu riesigen Geschwulsten und machen ein Auswandern der Hirsche in tiefere Lagen unmöglich. Gämse sind wahre Überlebenskünstler. In steilsten Felswänden suchen sie nach Nahrung. Auch das Gamskitz lernt schnell und gräbt nach getrocknetem Gras. Es ist Anfang März. Im Tunnel der Kalfeisenstraße liegt noch blankes Eis. Über den noch gefrorenen See geht's schnell voran. Wir haben eine Schneehasenspur entdeckt. St. Martin Anfang März. Es liegt noch über ein Meter hart gepresster Schnee. Am Eingang des Restaurants liegt ein veränderter Hirsch.
Der Hirsch wird vom Restauranteingang entfernt. Er ist nur noch Haut und Knochen, verhungert in St. Martin. Die Notlage der Hirsche ist deutlich an den Verbissspuren am Jungwall zu erkennen. Die Hirsche, die nach St. Martin ziehen, um das Tal zu verlassen, sind hier eingeschlossen. Es fehlt an Kraft, um in die höher gelegenen Sonnenseiten aufzusteigen, wo Schneerutsche und Sonneneinstrahlung etwas Nahrung freilegen. Frei und doch gefangen in Eis und Schnee.